In diesem Video lassen wir dieses Mega-TNT hier hinter mir explodieren. Aber falls ihr euch jetzt fragt, wo wir hier überhaupt sind, ich zeig's euch. Ich befinde mich nämlich in der Minecraft Bedrock Edition und habe hier eine Karte entdeckt, die richtig nice ist. Achtung, ich aktiviere mal hier den Aufzug und wir landen jetzt gleich tatsächlich in was richtig, richtig krassem. Also aufgepasst. Und die Tür öffnet sich und wir kommen hier in einem unterirdischen Bunker raus. TNT. Ja, richtig geil gemacht. Man sieht, die Bedrock Edition ist richtig krass. Hier haben wir so ein paar Leute, die mit mir reden wollen und so. Aber das spielt erstmal keine Rolle, denn wir gehen jetzt mal da rein. Achtung, da drinne befindet sich nämlich eine Halle. Wir gehen mal hier hin. Achtung. Das Licht geht an. Wir sehen da hinten unser Mega-TNT. Und wir sehen hier auf dieser Karte, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele neue TNTs, aber es gibt einen Batzen. Und in dem heutigen Video möchte ich diese TNTs ausprobieren. Tatsächlich da hinten dieses richtig, richtig große, was wir später sehen werden. Das zünden wir ganz zum Schluss. Das wird der absolute Wahnsinn. Wir haben hier, wie ihr es sehen könnt, ich glaube, das hier hinten ist die Elite. Das da ist das krasseste überhaupt an TNT. Ich werde jetzt nicht alle testen. Ich suche jetzt mal, also es ist jetzt wie so im Shopping, ne? Ich gucke hier so rum und denke mir, Oh, ja, mit dir habe ich eigentlich nicht geredet, aber egal. Ich finde dieses TNT hier ziemlich nice, also kaufe ich es mir. So, das ist das Magnet-TNT. Okay, das zieht die... Wir probieren es einfach selber aus. Ich rüste mich damit aus. Ich habe es im Inventar, 16 Stück. Aber spielt erstmal keine Rolle. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Hopper darunter. Sieht interessant aus. Wir gucken mal, was das... kann. Mach mal hier. So. Miners TNT. Oh, hört sich auch gut an. Miner TNT, natürlich. Nehme ich mit. Da haben wir auch 16 dabei. Ey, was ist das da für ein krasses TNT? Hallo? Das Infinity TNT. Oh, nehme ich auch mit. Und dann würde ich sagen, wie viele sind es da hinten? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Gut, dann hole ich mir diese 5 Stück auch gleich nochmal rein. Ich glaube, das ist wirklich die Elite. Ich weiß jetzt nicht, was das da für ein TNT ist. Das World Ender TNT. Was? The Final. On random places of your world. Ich glaube, da crasht mein Minecraft. Die Bedrock Edition. Egal. Dann haben wir hier was. Das sieht aus wie eine Rakete. Big Bertha. Oh, sieht auch nice aus. Nehmen wir mit. Ich lese die Beschreibungen extra nicht, dass der Überraschungseffekt da ist. Die Mega-Dingsbums hier hole ich mir auch. Die Doomsday oder das Doomsday TNT. Das sieht auch richtig nice aus. Falls euch das Video gefällt und diese Map, ihr könnt gerne jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt und richtig motiviert seid, können wir ja auch die TNTs, die ich jetzt nicht aussuche, mal in einem anderen Video testen. Aber nur, wenn ihr tatsächlich sagt, oh, interessiert mich volle Kanne. Das sieht aus wie ein Ender Dragon Eye, ganz ehrlich. Mega TNT. Also es sieht aus wie ein Ender Dragon Eye umhüllt von so Creeper, also diese Charged Creeper Dingsbums, ne? Und dann haben wir hier noch eins, ein grünes Device Crasher TNT. Also wird mein PC am Ende sein. Das zünden wir als, ja, zum Schluss. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich begebe mich jetzt einfach mal zu einem Punkt, wo wir in Ruhe ein bisschen sprengen können. Ich habe hier ein kleines Dorf gefunden, aber irgendwie sind hier keine Villager zu Hause. Ich würde sagen, wir zünden in diesem Dorf einfach mal das TNT, das Magnet-TNT. Wir fangen einfach von der Reihenfolge an, so wie wir es da unten haben. Wobei, die Doomsday-Bombe, die würde ich schon gerne da zum Schluss reinklatschen. Ich habe ein Feuerzeug mir dazu geholt und wir gucken mal. Also das sieht schon, muss ich an der Stelle sagen, richtig nice aus. Ich bin in den Creative-Mode gewechselt, damit ich nicht sterbe, damit wir sehen können, wie die Explosion wird. Und jetzt Achtung, das Magnet-TNT. Wow! Wow! Es zieht mich an! Oh, es zieht mich direkt in die Mitte der Explosion! Nice, jetzt bin ich mal gespannt oder würde mich mal interessieren, haben wir denn hier keine Villager oder so? Hallöchen, keine Monster am Start? Sehen wir hier, da sehen wir ein Schwein rumlaufen. Wir gucken mal, ob es das mit dem Schwein auch macht. Aus der Entfernung, Achtung. Ah, das zieht, oh doch, das Schwein wurde auch, oh, Rippschwein.
Also eigentlich voll cool. Stellt euch vor, in der Nacht oder so, wenn viele Zombies da sind, dann zündet ihr das einfach und die Zombies werden mit reingezogen. Bumm, voll nice. Okay, dann haben wir jetzt hier das Miners TNT. Das ist kein Hopper, das ist ein Bohrer. Denke ich jetzt einfach mal so. Und wir gucken jetzt mal, was dabei rauskommt. Achtung, wow, wow, als ob. Hä, wie geil, wie geil. Das ist nice. Aber, ja, da ist irgendwie Wasser darunter. Ich glaube, die Map-Ersteller haben hier ein bisschen mit World Edit rum experimentiert. Egal, wir gehen mal in den Wald und gucken, wie es da aussieht dann. Wir zünden einfach an dieser Stelle hier nochmal das Miners TNT und gucken, wie tief das tatsächlich reingeht und nicht mit dem Wasser da. Oha, oha, was? Hä, wie tief geht das rein? Guckt euch das an und es lässt sogar die Erze übrig. Was? Alter! Zum Deep Slide runter! Wow! Ich komm nicht drauf klar, Mann! Und ganz zum Schluss unten am Bedrock macht's auch noch einmal BAM! Ich finde das so geil! Das lässt ja da die Erze übrig. Wir brauchen sowas in Vanilla Minecraft. Es lässt die Erze übrig. Jetzt kannst du da fröhlich irgendwie dir das Wasser runter und dann nach und nach die Sachen einfach. Ey, voll geil! Voll geil! Und jetzt ist es soweit. Wir zünden das Infinity-TNT. Wenn das wirklich unendlich ist, dann aber Halleluja. Achtung, wir platzieren das mal hier. Es sieht schon ziemlich geil aus. Es ist so ein doppeltes TNT. Und jetzt sind wir mal gespannt. Also, da ist auch so das Infinity-Logo drauf. Diese 8, ne? Achtung. Oha, oha, diese Animation. Hä? Lol. Nochmal eins. Nochmal zwei Stück. Es hat sich verdoppelt. Jetzt ist es wieder verdoppelt. Hört das wirklich nicht auf? Acht Stück! Ah, jetzt ist Ende Gelände. Also es tut sich sozusagen exponentiell steigern. Also Potenzsatz 2, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Voll geil, finde ich auch ziemlich nice. Denkt dran, in die Kommentare zu schreiben am Ende des Videos, welches der TNTs euch am besten gefällt. Ne? So, wir haben jetzt das World Ender TNT, ne? Und das war ja das, was ich... Oh, warte, nochmal. Es kann sein, dass mein PC crasht. Was passiert jetzt? Es gab hier eine Explosion. Und wahrscheinlich irgendwo... Oh, ich habe eine gehört. Da, ja. Das portet sich random durch die Welt und macht krasse Explosionen. Wo? Warte, ich hab's gehört. Hier. Hier, es portet sich random durch die Welt. Alter, das ist böse. Da kannst du absolut gar nicht kontrollieren. Ich weiß nur nicht, wie oft es das macht. Da hinten wieder eine Explosion. Ich mach mal Tag. Alter, da kam jetzt ein Batzen Explosion hinterher. Random. Genau, nochmal? Wie viel denn noch? Da kommen voll viele Explosionen hinterher, ne? Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Jetzt hat's aufgehört. Krass, okay. Also, ziemlich wild. Sollte man nicht in Nähe von Bauwerken machen. Jetzt haben wir hier Big Bertha. Sieht aus wie eine Rakete. Die wird wahrscheinlich jetzt in die Luft fliegen. Also, predikte ich jetzt einfach mal. Und dann wird das ganze TNT so... Let's go. Flieg. Oh, lol. Alter. Oh... okay, okay. Und jetzt? Ja, Animation und so weiter fand ich toll. Aber ist nicht meine Lieblingsding. Ich mach mal Game Rule, Firetick. Du, Firetick, Falls. Weil sonst brennt der ganze Wald ab. Und zieht enorm an PC-Leistung. Jetzt habe ich hier das Mega-TNT. Einmal platzieren, bitte. Das ist das mit dem Schutzding außenrum. Und jetzt sind wir mal gespannt. Ist einfach wahrscheinlich nur TNT, nur in Mega. Achtung. Achtung. Hallo? Oh! Ein bisschen, ja, kam ein bisschen verzögert. Aber muss an der Stelle auch sagen, fand ich nicht so geil. Jetzt haben wir die Möglichkeit hier einmal. Also wir haben das Doomsday TNT und das Device Crasher TNT. Das heißt, ich zünde jetzt das Doomsday TNT und dann gibt es noch
eins, was sozusagen mein Gerät crashen soll. Das machen wir ganz zum Schluss, weil, ja, wir gucken jetzt einfach mal. Dieses Doomsday-TNT, Achtung. Alter, das ist auch so riesig. Das ist so riesig. Guckt euch das mal an, wie cool das aber auch aussieht. Es hat hier solche Schläuche. Es hat da so Achtung. Da unten so Anschalter. Muss man da die Codes eingeben? Also, ich bin bereit, es anzuzünden. So. Ah, nochmal aktivieren. Okay, und jetzt? Oh, grüne Lampe. Grüne Lampe. Noch eine grüne Lampe. Oh, 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 oh. Achtung. Hä? Hä? Ich sehe nichts. Hä? Es ist alles verzögert. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Wow! Ja gut. Wir haben nicht wirklich viel gesehen. Ich starte mal kurz die Welt neu. Leute, das ist der Krater, was die Bombe gemacht hat. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass die andere Bombe so viel Leistung gezogen hat, ist die nicht richtig explodiert, dass man was sehen kann. Deswegen machen wir natürlich nochmal eine Explosion damit. Achtung, aufgepasst. So, let's go. Jetzt ist grün. Ja. Ja, komm. Bitte lass es nicht verzögert sein. Komm, komm. Die Tiere bewegen sich normal. Wir sehen aber... Aha. Ich glaube, ich habe die Welt kaputt gemacht. Weil es ist alles extrem verzögert. Also man sieht immer den Atompilz da und dann den Krater. Ich glaube, das ist, weil ich die Welt ein bisschen kaputt gemacht habe. Wir gehen kurz in eine andere Welt. Ich bin jetzt in der neuen Welt und zünde da nochmal, weil ich glaube, da läuft alles ganz normal ab. Und sind wir mal gespannt jetzt. Achtung, da müsste alles ganz normal laufen. Alles ganz normal. Sehen wir jetzt eine ordentliche... Ja, jetzt sehen wir es nicht verzögert. Jetzt sehen wir es ordentlich. Achtung. Achtung. Da, da. Nein. Doch nicht. Ah, Leute. Ich glaube, wir brauchen einen neuen PC. Damit ich das auch wirklich tun werde, mir einen neuen PC holen, crashe ich jetzt erstmal noch mein Device zum Abschluss. Achtung. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was passiert? Was wird passieren? Oh. Okay. Das hüpft fröhlich durch die Welt, so wie ich das sehe. Aber irgendwie macht es meinen Computer nicht kaputt. Okay. Aber es wird immer größer. Das wird immer größer. Seht ihr das? Es wird immer größer von Mal zu Mal, die Explosion. Alter. Okay. Aber mein PC macht noch mit. Mein PC macht noch mit. Und jetzt, das war's. Okay. Mein Device ist nicht gecrashed. Oh. Das war einfach nur ein Blitz und ein Donner. Naja, wenn ihr sehen wollt, wie ich etwas gemacht habe, was meinen PC gecrashed hat, dann seht ihr jetzt hier das TNT-Video mit Super Flat Maps. Richtig nice auf jeden Fall. Und ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann und ciao.